immer nur bei mir. 42 Dukaten. Nein, das lassen wir mal. Ich. Na, auf der Suche nach dem Gewissen etwas? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Versuchen wir erstmal ein bisschen mit ihm zu handeln. Also ein bisschen zu verhandeln, besser gesagt. Also versuchen wir es erstmal mit Feiris Tierkunde. In dem Käfig, da scheint sich ein Tier unwohl zu fühlen, nach dem, was ich höre. Nein, nein, das war eine Speziallieferung, die mir irgendwie in die Hände gefallen ist. Der ursprüngliche Empfänger ist mir leider gar nicht bekannt. Nun freuen Sie sich auf ein neues Zuhause. Was sind das für Tiere? Das sind die legendären Walpudinger. Chimärenwesen, die hier im Kosch leben. Sie sind nur äußerst schwer zu finden und deshalb ziemlich wertvoll. Na, habe ich euer Interesse geweckt? Wenn sie so wertvoll sind, weswegen findet ihr dann keinen Abnehmer? Also, ich kaufe jetzt hier nicht gleich irgendwelche komischen Schnecken oder so, deswegen, ich frage ihn erstmal, warum wir keinen Abnehmer. Na, Magister Brokbart ist sicher interessiert, wenn er Zeit hat, mich anzuhören. So lange habe ich sie noch. Zum Glück sind sie sehr pflegeleicht. Aber wenn ihr sie wollt, greift nur zu. Was kostet so eins? Ein Säbelzahnkaninchen, ein Brüllhamster und kandierte Kurschabazonen. Was bringt uns sowas? Naja, die Kurschabazonen, die könnten wir gebrauchen, aber das hat noch etwas Zeit. Na, auf der Suche nach dem Gewissen etwas? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Ach, Wolperdinger sind das. Ja, okay. Gucken wir bei den normalen Handel, was er sonst noch so hat. Drachenblut, Harpchenfeder, okay, er hat ein paar interessante Sachen, hat er da. Aber das meiste ist nichts, was wir brauchen. Okay, die Kurschamazonen müssen erstmal etwas warten. Leider. Aber wir haben zum Glück den zweiten Bruder erwischt. Deswegen geben wir gleich den Steckbrief ab. Zur Kaserne ist es ja nur da runter. Hier sind nur Städter und auf dem Weg treffen wir ja auch noch diesen Effort-Geweihten hier. Vielleicht kann der uns noch was sagen. Wenn das hier die Effort-Kapelle ist, ist sie aber nicht gerade besonders groß. Ihr seid ja auch so ein Wahnsinniger, so ein Geode wie dieser. Oder wollt ihr nur etwas über Effort, den Herrn der Gezeiten, erfahren? Also er ist nicht gerade freundlich. Ja, wir können ihn ein bisschen ausfragen. Machen wir das. Ja, bitte erzählt mir von Effort. Von Wind zu Sturm, von Ebbe zu Flut. Dies ist der ewige Kreislauf der Gezeiten und des Lebens selbst. Der Gott des Wassers nimmt sich, was er begehrt. Doch er kann milde gestimmt werden. Also ist Effort ein Riesenegoist. Möchtet ihr mehr wissen? Ja, klar. Was wisst ihr über den großen Fluss, wenn ihr schon ein Effort-Geweihter seid? Er ist launisch wie unser Herr Effort selbst. Manchmal aufbrausend und gefährlich, dann wieder ruhig und leise. Doch wie jeder Fluss folgt er dem Willen Efforts, der ihn zum Meer zurückführt. Ja, das ist logisch. Jeder Fluss mündet irgendwo mal in ein Meer oder in einen See und vom See aus geht es dann weiter zum Meer. Möchtet ihr mehr wissen? Glaubt ihr daran, dass es einen Flussvater gibt? Ich glaube, da wird er jetzt gleich austicken, weil wir jetzt genau gegen seine Glaubensart fragen. In Gestalt eines sprechenden Karpfens, nicht wahr? Das ist doch nichts als abergläubischer Humbug. Ketzerei ist das. Effort allein hat Macht über den Fluss und seine Wasser und Winde haben vielerlei Gestalt. Ich stimme zu, dass Effort der Gott des Meeres ist, aber bei Flüssen bin ich mir nicht so sicher. Die sind nicht salzhaltig genug. Hust, Hust, Ketzerei und so, ja. Also zuerst lacht er uns aus, dann beschimpft uns der Ketzerei. Möchtet ihr mehr wissen? Ist auch ein netter Kerl. Was haltet ihr von diesem Bruder Emmeran, also meinem Mitgeoden-Freund? Der Gesandte des Flussvaters. Findet ihr das nicht auch einfach nur absurd? Ein paar ungebildete Fischer und Flussfahrer grüßen ihn aus abergläubischer Angst. Oder vielleicht aus Mitleid? Naja, wir haben den Effort-Tempel gesehen und ich
Höchstens Effort ist so wütend gewesen, dass er seinen eigenen Tempel überflutet hat, aber das glaube ich nicht. Nein, danke. Wir haben genug von Efforts Ding gehört. Hier unten ist auch niemand mehr wirklich, der Hilfe braucht, glaube ich. Oder was Interessantes zu erzählen hat. Jetzt reden wir erstmal wieder mit dem Zeugwart. Wie wäre es mit Rüstzeug oder einem guten Schwert? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Hier, Odo Beckerbold. Gut gemacht. Bodo war einer der Schlimmsten. Hier, gibt's denn sonst noch was? Interesse an neuem Rüstzeug? Nein, gib mir. Wir haben hier ein paar Steckbriefe für eine Bande der übelsten koscher Verbrecher, die sich in der Gegend herumtreiben soll. Die berüchtigte... Nimm dich vor diesem Gesindel in Acht. Es sind alles üble Räuber, Halsabschneider und Mordgesindel. Ja, das kennen wir als. Der älteste Bruder ist Godo Beckerbold. Hier ist der Steckbrief. Die Liste seiner Schandtaten ist lang und blutig. Mach ihn dick. Mal sehen, ob ich den Kerl aufspüren kann. Nein, danke. Ja, der erzählt uns immer wieder dasselbe, deswegen... Godo Beckerbold. Wegen Raubmordes an einem Händler vor dem sanften Ochsen. Was mir gerade so auffällt... Die können mal weg, Fische, Badekräuter, das... Ja, ich sortiere mal gerade ein bisschen hier. Fusel sind ja eine Zutat. Also nicht der Fusel. Die können hier nach vorne, die Stacheln, die könnte ich mal bei Bossgegnern verwenden. Das ist das Paket für den Müller, was mir gerade so auffällt. Beim erst einmal heißen die alle Odo. Also immer nur der vorderste Buchstabe. Also der erste hieß sogar, glaube ich, Odo. Dann kam Bodo und jetzt Godo. Und zwar, was mir aufgefallen ist, es kommt immer etwas hinzu. Der erste war nur wegen Wegelagerei gesucht. Der nächste wegen Wegelagerei und Brandstiftung. Den haben wir ja hinterm Preios-Tempel gefunden. Und der letzte wegen Raubmordes an einem Händler vor dem sanften Ochsen. Ich würde mal drauf tippen, dass wir den dort finden, den guten Bodo. Das könnten wir jetzt gleich machen, theoretisch, würde ich mal sagen. Kurz zum sanften Ochsen rüber. Und da ist er auch schon. Und nein, ich habe nur getippt. Ich hätte nicht erwartet, dass er hier ist. Die Quest, diesen Auftrag habe ich noch nie gemacht und jedenfalls nie so weit. Ich habe nur den ersten Steckbriefbahn genommen, aber nie nach den Beckerbolds gesucht. Was ist? Du bist Godo Beckerbold und deine Verbrechen haben jetzt ein Ende. Na! Bist du jetzt wenigstens... Nein, nicht mal du bist stärker. Du bist schon tot. Wieder einer. Das geht irgendwie zu schnell, aber gut, je schneller es geht, desto weniger Zeit hängen wir hier in Nadoret rum. So. Ding abgeben. Ja, gut, du Bäcker wollten wir keinen Ärger mehr machen. Und sogar eine Dukate für ihn gekriegt. Wir haben ja... Nimm dich... Ja. Hier ist der Steckbrief für die Anführerin dieser missratenen Brüder. Mutter Beckerbold. Lass dich von ihrem Äußeren nicht täuschen. Ja, sie Mutter Beckerbold. Und brandgefährlich. Okay, Vorsicht. Ich würde das selber nicht sagen, wenn sie drei so Raufbeute als Söhne hat. Mal sehen, was sie da machen Gibt's lässt. Gibt's denn sonst noch was? Nein, danke. So, wo ist sie denn zu finden? Mutter Beckerbold gesucht wegen Wegelagerei, wie der erste Sohn, Brandstiftung wie der zweite Sohn und wegen Anstiftung ihrer Söhne zu diversen Straftaten. Okay, also über sie steht leider nichts, wo wir sie finden können. Das bedeutet, wir müssen einfach suchen oder sie sucht uns heim.
Weil wir ihre Söhne, die festgemacht haben. Kann ja passieren. Hier gibt es niemand Interessanten mehr, mit dem wir reden können. Gibt es hier dazwischen noch jemanden? Hier sind nur Fischer. Ne, hier scheint es auch niemanden zu geben. Hier steht ein Städter rum. Da kommt eine reiche Städterin angelatscht. Noch eine Städterin, noch ein Städter. Eigentlich sind ja gerade die Leute, die was zu sagen haben, was Wichtiges mit Sprechblasen gekennzeichnet. Denke ich mir mal. Hier stehen nur schäbige Kisten rum, die ich nicht zerdeppern werde. Die gehören definitiv jemandem. Und ja, ich laufe gerade mitten durch die Pampa etwas ziellos. Entschuldigung, verzeiht mir das. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade hinlaufe. Hey, ich weiß, wo ich hinlaufe. War alles so geplant. Jetzt bin ich nämlich beim Südtor, beim Schmied angekommen. Und genau zu dem wollte ich ja auch. Hallo. Ingerim zum Gruße. Möchtet ihr einen Blick auf meine neuen Waren werfen? Erstmal möchten wir den Helm. Für euch ist der Helm. Ich hatte mich schon gefragt, für wen er wohl bestimmt ist. Ja. Der alte Hajo hat gesagt, dass ihr ihm einen Gefallen getan habt. Ja, haben Deshalb wir. Deshalb mache ich euch einen Freundschaftspreis. 1000 Dukaten. Was? Freundschaftspreis. Hajo sagte doch, dass er noch etwas bei euch gut hat und ich einfach nur umsonst. Hajo behauptet auch, seine Ochsen könnten sprechen. Aber 1000 Dukaten für einen Helm, seid ihr noch ich bei... Ich glaube, ihr versteht nicht recht, von was für einer Qualität ich hier spreche. Nach der Reparatur und Verstärkung meinerseits ging der Helm durch die Hände der begabtesten Handwerker und Magier dieser Stadt. Um etwa die Alchemistin Auralia, der Schneider Marcusi und sogar Magister Terjon Burgbart. Alle haben ihr Bestes gegeben. Das hat seinen Preis. Es ist ein wahres Meisterwerk geworden. Falsch, Quan. Es mag ein Meisterwerk sein, aber ein Preis von diesem bekommen, aus Freundschaftspreis zu bezahlen. Also gut. 999 Dukaten, weil ihr es seid. Ja, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Bei Ingerim, nein! Ich würde mein Geschäft ruinieren, wenn ich meine Kunden betrüge. Glaubt mir! Dieser Helm ist wahrlich ein Einzelstück. Tut mir leid, das ist mir zu teuer. Nun gut. Wollt ihr sonst noch was? Ja, erst einmal handeln. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube echt, ich spinne. Aber gut, wir können ja bei Auralia nachfragen. Stahlkugel, Haarnadel. Haarnadel ist gut. Nee, Dietrich ist noch besser. Das Rezept wird gekauft. Schleifstein wird gekauft. Und noch irgendwas Wichtiges. Was braucht man für die Diamantschleifstein? Sandstein, Lederbänder, Diamantenstoff. Ah ja, können wir das hier noch kaufen. So. Gut. Für den Dietrich brauchen wir wahrscheinlich nur einen Schleifstein. Okay, Kohle und Koscher Stahl. Na gut, lernen wir erstmal die Sachen. Hat Vorgrim Koscher Stahl? Nein, der hat nur Geschosskugelschmiede und rostige Nägel. Na toll. Gucken wir mal kurz beim Spielen da hinein. Schleifstein, Lederbänder, hat Feieres. Und Sandsteine haben wir, hat Vorgrim. 160, das ist genug. Aber Schleifsteine brauchen wir im Augenblick keine. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz zum Südtor raus, die beiden Feuerfliegennester bekämpfen und dem und Einbären sammeln.